Was geht ab, Leute? Homie? Ich habe gerade den Winona Raid zufällig hier in der Nähe gemacht. Video habt ihr hoffentlich schon gesehen. Ich treffe mich jetzt mit einem Kollegen, dem Riyad. Ich und er, zwei Ex-Studenten hier. Ich hatte hier sogar auch schon mal Unterricht. Und er hat ein paar Fragen an mich, zwecks Mewtwo. Die beantworte ich natürlich gerne. Auch wenn ich keine Erfahrung mit Mewtwo habe, weil ich immer noch keinen Raid Pass bekommen habe. Die Ex-Raid Pass. Aber schauen wir mal, was er so für Fragen hat. Hey. Ich wusste echt nicht, welches Gebäude du meinst, weil das wäre die Pinakothek selber, oder es gibt ja mehrere Uni-Gebäude hier. Echt? Ich kenne nur das hier. Okay. Hier war ich, glaube ich, nie. Ich warte. Obwohl, hier im Spind. Oh mein Gott, geniale Ideen habe ich. Mist. Obwohl. Mein Gott, der ist benutzt. Oh mein Gott. Warte mal. Wenn die hier sitzen und die Kamera hier ist, dann müsste es eigentlich perfekt passen. Ja? Ich hoffe es. Auf gut Glück. Probieren wir es einmal aus, oder? Nicht, dass wir die ganze Zeit dann nicht im Bild sind. Okay, dann setz ich mal. Und das bin ich. Das ist mein Dummy. Alter, Leute, was geht ab? Komm hier. Okay. Achso, okay. Da fehlt noch was. Fehlt noch was? Kaffee. Ah ja. So, wir sind soweit. Ich hoffe, ihr könnt euch uns sehen. Das ist echt ein verrücktes Setup, was wir hier aufgebaut haben. Aber anders geht's nicht. Diesmal hat er auch hoffentlich Screen Recorder am Start. Wo sind wir eigentlich jetzt? In irgendeinem der vielen, vielen, vielen Nebengebäude der Uni. Ja. Mathe, Physik ist das hier, glaube ich. Echt? Okay, oder auf jeden Fall irgendwas Wissenschaftliches. Kann sein, dass ich das nicht kenne. Ja. Okay. So. Screen Recorder ist bereit. Wir starten den schon mal. So, kurze Vorgeschichte. Wir. Alter Kollege, ihr kennt ihn aus den alten Videos. Frischgebackener Akademiker. Ja, okay. Das ist wichtig, Mann. Der Wisch kam letzte Woche. Ja, okay. Glückwunsch. Danke, danke. Auch bekannt als der gelbe Terror aus Schwabing. Hat in Schwabing eine Mewtwo EX-Einladung bekommen. Richtig. Das freut mich. Danke. Nächsten Montag. Genau. Tati auch am Start, Kugel auch am Start. Luitpoldpark, genau. Wilhelm Götz-Denkmal. Ja, genau da, wo meine alte Schule war. Ja? Ah, stimmt, ja. Nee, Schreibplatz, ja. Ja. So. Okay. Und er hat jetzt Fragen, weil er schlecht ist. Warte mal, läuft der? Ja, es läuft. Der läuft, ja. Okay. Genau. Ja. YouTube. Genau, so, ich war kurz draußen. Also genau, die Frage bezieht sich auf den Raid, und zwar welches Squad ich denn am besten für Mewtwo einsetze. Weil ich mir da noch nicht sicher bin und weil ich auch, weil ich nicht weiß, ob ich da gut. Eigentlich ist es doch irrelevant, weil so viele Leute kommen. Obwohl, das ist gar nicht so. Wie nennt man das? Könnte ja Gruppen geben, nach Farben. Ja, das auch. Aber letztens ein Kollege von mir, es waren nur 6 Leute oder so da. Es war richtig knapp, meinte er. Okay, also, was ich auf jeden Fall vorhatte, war der Lachsen, weil der kann. Moment. Schlecker, Geist ist ja gut, also Geist und Lichtkäfer, wenn ich mich nicht täusche, ne? Ja. Deswegen hatte ich vor den auf jeden Fall. Ja, weiß ab, ich habe diese Auswahl. Und okay. Magodon geht immer, der hat ja keine psychotische Schwäche, wollte ich sagen, keine Typenschwäche. Dann hier Despota mit Unlicht und Gestein, also bis Steinkante. Wie war nochmal deine Meinung zu Knirscher? Knirscher ist... Ich mag die Attacke nicht. Der Zwerge sieht ziemlich gut. Ja. Gegen ja, gut, aber trotzdem ist Steinkante insgesamt besser. Aber bis haut rein und ich will den jetzt nicht ändern. Ich habe nur eine Lade-TM, die will ich auf dem Mewtwo aufheben. Ich hatte gestern 3, aber ich habe 2 gestern verwendet, das ist eine andere Geschichte. Okay. Ja, den brauchst du eh, das ist eh dein stärkstes Pokémon. Der ist auf jeden Fall am Start. Also die 3 wollte ich, also Despota, Dragodon, Relaxo und dann jetzt. Das ist kurz so weiter. Was mit den Gyarados da? Was können die für Attacken? Genau, Gyarados habe ich gestern ein paar TMs, der kann jetzt nämlich das hier. Okay, das ist eigentlich ziemlich geil. Kaskade und... Bloß gegen Mewtwo nicht so. Ja. Bis Knirscher wäre halt top. Ist halt auch neutral, also weder stark noch schwach gegen Mewtwo. Das andere Gyarados über 3K hat 2 Legacy Move. Ja. Feuer Odem oder Odem und Drachenpuls, genau. Ja gut, Dr. Crane ist nicht so gut. Was soll ich sagen? Genau. Bei Gengar. Gengar, oh mein Gott. Halt, Gengar, mein alter Freund. Die gegenseitige Effektivität, ja, gell? Ja, 2 ja. Geistattacken sind toll, aber der ist auch sofort weg beim Mewtwo, wenn der Psycho-Attacken hat.
Hat er die immer eigentlich? Nee, der hat auch eine Kampfattacke, Fokusstoß. Okay. Was halt Despoter zerstört. Aber okay, ja. Also Gengar, ja. Der überlebt halt wahrscheinlich, also der kann der vielleicht nicht viel, ja. Ein oder vielleicht zweimal Spukball, weil er ziemlich schnell. Ja. Also das wären jetzt so meine Pflicht bisher. Oh mein also Gott, das ist echt eine milkige Auswahl. Wie kannst du 39 sein, Mann? Ja, yeah, warte mal, gut. Der Übersicht halber, der andere Schmarrn ist planloser Score und brauchst du nicht. Machen wir mal einen YouTube-Squad. So, also was ich vorher gesagt habe. Das muss. Ja, muss. Dann Dragoran. Dann ja, anscheinend muss der auch, ja. Relaxo wegen eben Schlecker. Relaxo hat halt so wenig ATK. Ja. Haut halt nie rein. Ich tue mal. Ich tue mal. Zeig, ja, zeig erstmal deinen. Und Garados mit Dings. Kaskade. Kaskade. Ja. Und dann Eftel Gengar. Und jetzt ist halt die Frage, da wollte ich erstmal schauen, ich habe vorhin ein paar Pinsir gefangen. Pinsir, ja, Käfer ist eigentlich vielleicht ist effektiv, da ja. Was Gutes dabei. Die habe ich noch nicht mal angeschaut, die habe ich jetzt wirklich vor einer halben Stunde. Oh mein Gott, er geht mit einem wildgefangenen, Pinsir gegen Mewtwo rein. Ja, noch nicht, wenn Gutes dabei ist, kann ich es ja pimpen. So mitten auf der Straße findet er einen Pinsir. Ja. Das hat verwendet. Er kann nicht mal zwei Käfer attacken. Gut, ja, das ist eine schwierige Auswahl. Hundemon, der ist auch unlicht. Hab ich keine. Hast du keinen? Alle weg. Da hatte ich keine. Nachtsaga. Sherox. Wie für ein Pferd? Ein verrücktes Team. Despota, Dragoran. Relaxo, Garados, Gengar. Ja, unlicht halt. Irgendwas mit Biss Knirscher. Akani kann auch Biss Knirscher sein. Was kann dein Akani? Mein Gott. Meine Akani können alle nur Feuer attacken. Echt farbenfroh, ne? Gutes Team. Es wird schon reichen, also. Ja. Ich denke mal, da machen genug Leute mit. Ja, wahrscheinlich schon. Ich habe auch keine Erfahrung mit Mewtwo. Ich leider auch nicht. Aber ja, aber du warst schon mal vor Ort wenigstens. Da musst du durch die Kälte. So, auf der Tramfahrt nach Hause. Wir haben gerade noch drüber geredet, ob er besser ist als Macho Mai. AKA Macho Mai, ja. Und da spawnt er auch. Also ich habe ihn noch bekommen. Nicht gespawnt, ich muss ihn gleich nochmal holen. Kommst du mit? Ja, muss ich, ja. Aus Solidarität. Gelbe Solidarität, ja. Ja. Und hier ist übrigens auch der EX-Raid demnächst. Scheibplatz. Ja, da vorne aber ein bisschen weiter. Also hier ist. Ja, genau. Hier ist der heilige Christophorus, oder wie der heißt, die Statue. Der hat Jesus übers Wasser getragen. Aha. Aber wir sind beim Wilhelm Dex, denke ich mal. 200 Meter von hier. Ja. Neuer Dex-Eintrag für den Kollegen. Hä? Wenn der nicht so schlecht werfen würde. Der ging ins Nirgendwo. Oi da. Wieder schlecht. Das ist nichts Neues bei dir. Hey, normal werfe ich. Ach, egal. Egal, Sanana. Soll ich einen Fangtrick machen? Ach. Das kannst du ja schneiden. Die schlechten Würfe einfach schneiden, ne? Endlich. Wie gesagt, die anderen Würfe einfach schneiden, ne? Kennen wir ja schon. Leide. Junge! Ernsthaft? Er gönnt nicht. Wir wollen nach Hause, wir wollen essen. Ich habe auch Hunger. Geht doch. Und noch geht da gar nichts. Ja, aber das ist nicht meine Schuld, wenn er jetzt ausbricht. Na endlich. Geht doch. Hast du schon AV gecheckt bei dem? Ja, schlecht. Sehr schlecht, leider. So, das war's von mir und Riad. Nachricht an Riad. Wenn du so schlecht wirst wie jetzt am Montag bei Mewtwo, dann war's das mit Mewtwo, mein Freund. Aber Montag, Mewtwo EX Raid, ich werde vorbeischauen. Ich mache danach noch ein Video, wo ich ein bisschen mehr darüber erzählen werde, aber ich werde vorbeischauen, ich werde Livestream das Ganze und das auch aufnehmen. Aber wie gesagt, ich packe das auch in ein anderes Video, sonst wäre das hier zu lang geworden. Ein paar Informationen darüber und über Mewtwo allgemein. Aber echt interessant zu sehen. Erstmal Glückwunsch an Riad für seinen Abschluss und für die EX-Einladung. Ist auch echt interessant zu sehen, wie so ein Nicht-Hardcore-Spieler, sag ich mal, für Probleme hat und leiden, also er leidet richtig hart mit seinem Team. Da ist echt nicht viel Auswahl. Mal schauen, wie es am Ende ausgehen wird.
am Montag. Ich denke, da kommen eh genug Leute, dass er sich keine Sorgen machen muss um sein Team, aber ein bisschen mehr Punkte für den Schadensbonus, ein Ball mehr oder so. Oder für die Arena, dass die gelb bleibt, für ein paar Bälle mehr. Mal schauen, wir werden es am Montag sehen. Das war's von mir. Schreibt unten in die Kommentare, falls ihr Tipps für ihn habt, was für Pokémon er jetzt auch herzaubern kann, welche er verwenden kann. Da ist halt echt nicht viel Auswahl. Aber wie immer, liken, subscriben, kommentieren. Schaut am Montag vorbei beim EX Mewtwo Raid Livestream. Schaut beim Shop vorbei. Schaut auf Instagram, Facebook und Twitter vorbei. Vergesst nicht, Pokémon ist hier das Business.